Ja, Kian. Ja, ich brauche Zeug, so kann ich nichts machen. Hier, hier, Kian, hier. Einmal das. Und gib mir mal noch generell Stein und Holz, genau. Oh. Also, sie wissen nicht, wo unser Geheimgang ist, das ist gut. Ja, genau, gehen wir da wieder hin. Hier liegen noch Sticks, wenn du möchtest. Ah. Oh, na, egal. Nee, doch, brauche ich. Okay. Mach ich mir auch gleich noch. Hier, wir treffen uns dann am Geheimgang. Ich warte dann da. Hätte Andi nicht versagt? Ja, aber es war einfach Lava und... Ich hätte nicht versagt, ich wäre erfolgreich gewesen. Nein, weißt du, da war unten ein Eingang im Turm. Ich dachte mir so, die sind bestimmt nicht fies, lass mich da rein. Ja. Ne? Loch, bestimmt. Lava. Und ich nehme jetzt hier noch Kohle mit. Damit du unterwegs, falls du Eisen findest, was machen kannst? Nee, auch für Fackeln. Oh ja. Oh, guck mal, der... Aber Kian, jetzt hat Zander auch kein Diamantschwert mehr. Das stimmt, der hatte nur Eisenschwert. Das ist wie der dritte Weltkrieg. Der dritte Weltkrieg wird mit Stein und, der vierte wird mit Stein und sonst was geführt werden. Sticks and Stones. Ja, Sticks and Stones may break my bones. So. Hit the ground. Ja, ich glaube, du wolltest dich einfach umbringen. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, so top ausgerüstet sind die auch nicht, glaube ich. Leute, ich glaube, die attackieren alle das Ding. Ja. Spieler blau hat die Flagge von. Ja, dann geht ihr doch jetzt zu grün, oder? Oh, so, ist ausgeschieden. Oh, die sind alle tot. Oh. Team blau ist Team Zander, ne? Ja. Oh, armer Zander. Lass mal gucken, ob in dem Lager noch was scavengen können. Da, also in den Kisten war nichts, ganz sicher. Ja? Ja, war nur Scheiße, ja, glaube ich. Wollt ihr jetzt, soll ich dir die Koordinaten von Riol sagen? Ja. Der Geheimgang ist X29Z95. X was? X29. Und Z? 95. Okay. Vielleicht könnt ihr die unterwegs irgendwie einholen oder so. X29? Ja, ich probiere gerade sie abzufangen. Ich bin erzähl nochmal bitte. X29Z95. Ich habe gerade darüber nachgedacht, das in Chat zu schreiben, aber das wäre nicht so klug gewesen. Z95. Ja. Das Duell der Giganten hier. Achso, ja genau, sobald die Flagge weg ist, können die ja nicht mehr spawnen. Jupp. So, aber eigentlich müssten wir jetzt nur warten, bis Team Grün angreift, oder? Dann könntet ihr bei denen rein. Ja eben, das ist ja unser Plan. Dann geht ihr doch jetzt in den Geheimgang, oder campt euch dahin, wartet... Junge, was ist das für eine Holzstrip, die hier rüber geht? Oh, das hat keinen Sinn, die würden mich wahrscheinlich einfach überrennen mit ihren Sachen. Glaube ich nicht. Du hast einen Bogen. Ja, ihr müsst auf jeden Fall hinne machen. Ja, du, ja. Weil wenn ihr den ein Ding habt, dann können die nicht wieder spawnen. Dann mal X29 und was? Z95. Ja, beeilt euch. Ja, ich bin ja noch ein bisschen entfernt. Aber die müssen auch wieder zurück. Ja, deshalb ja, sollte ich ja beeilen. Gerade aber die haben beide unsere Gänge auch zugeschüttet. Ja, ich baue mich hier nochmal hoch. Schnell, na komm. Geht jetzt schnell zu Team Riols Festung. Ich bin ja schon da, ich baue ja schon wieder einen Gang hoch. So, ja gut, dann beeil dich, weil noch sind sie ja nicht da, sonst hätten wir die Flagge abgebaut. Aber noch nicht reingehen. Completely undiscovered bleiben. Ich sehe Riole. Wo? Bäumen. Ich bin hinter ihm. Wenn ich Glück habe, kriege ich ihn jetzt runtergekickt. Ja, Riole hat ja die Flagge gedeckt. Ja genau, Spieler Riol. Ne, aber der gibt die doch nicht mehr ab. Muss der gar nicht mehr. Die sind ja schon raus, oh, weil die alle gestorben sind dabei, als die Flagge nicht mehr da war. Stimmt, wenn du Riol killst, bringt das nur halt Ausrüstung. Junge, Gravel Pit LP, was sollen wir machen? Ich muss jetzt kurz herausfinden, wer Gravel Pit LP ist. Das ist doch irgendwie ein Bruder von Alte 4 oder Debitor oder so, oder? Nee, das ist kein Bruder, oder? Ich weiß es gar nicht. Man weiß es nicht. Nein! Fuck. Wo war der denn? Unten. Soll ich jetzt nicht einfach reingehen? Nee, das hat keinen Sinn.
Scheiße. Ja, soll ich jetzt zu Riol kommen? Dann lasse ich Andi hier seinen Bogen. Ja, dann komm du. Ja gut, dann ich lasse dich ein bisschen Zeug, dass du dir ein Steinschwert machen kannst. Bin ja schon da. Und dann komme ich jetzt... So, es liegt oben auf dem Steinding drauf. Der Bogen und so. Hast du auch ein Steinschwert? Ja. Genau. X. Junge, mein Herz schlägt bis zum Hals. Chunky geht gerade. Ja? Er entfernt sich auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall unsere, deine Chance. Ist noch da. Oh, ich bin schon drin. Also wir können jetzt nur noch durch Skill gewinnen. Ja, nicht mehr durch. Natürlich, oder durch Glück, wenn die gerade weg sind. Ja. Ja, ich hatte eigentlich vor, Exorzist in die Lava zu schmeißen, aber er hat sich dann umgedreht und dann... nicht Exorzist, sondern Sönke. Dieser Henning oder was auch immer. Junge, es tritt genau das ein, was er vermeiden wollte, dass wir ihn alle Sönke kennen. Ja, ich glaube, Chunky ist weg und die anderen beiden sind noch da. Ja, aber allein schafft Chunky das, glaube ich, nicht. Er sei denn, Andi ist ein Komplettversager. Wovon wir alle natürlich nicht ausgehen. Kommst du her, Dom? Komm, Kim. Ja, ich komme. Ah, Zander ist wieder als erstes ausgeschieden. Ich find's interessant. Ja, deswegen aber irgendwie, Zander ist nicht schlecht. Keine Ahnung, wird irgendwie immer Pech. Ja, es ist immer so. Wäre Riol zu uns gegangen. Bist du langsam mal da, Dom, oder wo bist du? Ja, also ich kämpfe. Ja, wo bist du denn? Ich bin bei X100. Okay, also wer hat diese Holzwurst da oben gebaut? Keine Ahnung. So. Chunky ist wieder da. Ja, aber wir warten einfach, bis die ausrücken. Die müssen ja ausrücken. Die können ja schlechter campen, glaube ich. Da können sie schon, weil wir campen ja auch. Aber wir campen wenigstens bei denen. Ich glaube, ich laufe jetzt nicht direkt an der Entfestung vorbei. Aber ich meine, ich hatte Sönke auch fast, weil ich habe ihn mehr als 6 Mal mit dem Steinschwert gekrittet, also zumindest im Sprung, dass solche komischen Funken kamen. Das war relativ knapp. Ich sehe Festung, Riol. Ich glaube, jetzt muss ich... Steinschwerter sind gar nicht so ungefährlich. Die sind gefährlicher als Goldschwerter. Jo. Toll! Ich glaube, ich sehe da hinten einen grünen Namen. Ich bin mir nicht sicher. Nein, die stehen alle drei über mir. Ah, ich bin beim Geheimgang. So, wenn du unten bist, wo die Lava ist, dann habe ich da links um die Ecke das ein so ein Gravel-Ding. Da musst du hochgehen. Der dritte Gang. Ich bin doch nicht da. Hä? Ich bin doch nicht da. Das ist eine andere Höhle. Ja, aber du musst doch über die Nummer das richtige Ding finden. Ja, also X29. So, X29, jetzt Z. Du hast den Zettel. Ah, Riol greift mich an. Lol, war der da unten? Der war unten. Wie? Also, im Wald war er unten. Ja. Ich hoffe, ich nicht den Geheimgang jetzt. Dann lass jetzt erstmal defenden, dann kriegen wir vielleicht noch aus. Soll ich einfach mal versuchen? Ja, jetzt warte, also, vielleicht kommen sie ja. Nein, ich brauch auf jeden Fall ein Steinschwert. Ich sehe gerade nur Chunky. Oben. Warte mal. Doch, ja, Riole und Sönke gehen, glaube ich. Ja, scheiße, nee, Sönke kommt wieder, aber ich glaube, Riole geht. Oh Mann, warum gehen die denn nicht auch mal zu zweit angreifen? Als Pussys sind. Hä, wieso? Alexander haben sie doch angegriffen. Aber auch nur alleine. Andi, du hast den Bogen, ne? Oh, war hier mal eine Feuerstelle? Oder wart ihr langweilig? Mir war langweilig. Achso. Kieran hat jetzt Single Undercover Action. Ja, die bauen hier irgendwas über mir, glaube ich. Alter, ist einer? Riol kommt, ja. Andi, oh. Ich glaube, da ist er. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Step. Hey, soll ich mal durch den Geheimgang rausgehen und versuchen, ihn von hinten zu treffen? Warte, er schießt im Bogen, pass auf. Ja, als ob der uns trifft. Er schießt immer ziemlich knapp an mir vorbei. Wow. Wow, er schickt mir Pfeile. Wow, er hat mich getroffen, scheiße. Ich geh in den Geheimgang jetzt. Ja, tu das. Sönke geht zu euch, ganz sicher. Ich warte noch einen kurzen Moment, dann gehe ich raus und versuche Chunky, okay? Hier, Riol. Ja, tu das. Riol bricht durch. Ja, ich komme gerade durch den Geheimgang, aber ich muss leider sneaken. Junge, Hilfe.
Viol hat ein Enchanted Bow. Ja, ich näher mich ihm immer weiter. Wenn du musst ihn weiter unten halten, dann kann ich ihn von hinten gleich klatschen. Nein! Er geht jetzt rein, die Feste. Er ist in der Festung. Ich sehe ihn, warte, wenn er sich jetzt nicht umdreht. Er hat nicht mehr viel Lebensenergie, das kann ich dir sagen. Hab ihn, warte. Ah, nein, 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 nein! Andi, er hat kaum noch was. Ja, ich probiere meinen Bogen zu kriegen. Scheiße, er ist hier, Sönke ist wieder da. Fuck. Nein. Wo ist Riole? Bei uns im Lager. Oh. Und wo im Lager? Fuck. Komm schon. Ich denke mal, Sönke geht jetzt zu euch. Aber ich hatte die Flagge nochmal. Wo im Lager? Junge, ich hab nur ein halbes Herz da, mach was. Wo ist der denn? Unten im Graben. Er flüchtet gerade. Wir müssen ihn töten, wir müssen ihn töten. Oh, Kinders. Wir müssen ihn einfach umbringen, sonst haben wir überhaupt keine Chance mehr. Komm schnell hier raus. Aber der hat immer noch sein Diamantschwert. Es bringt nichts, wenn ich ihn jetzt angreife. Also an. Ich hab ihn getroffen. Da kann ich mal viel Lebensenergie haben. Ja. Einfach drauf. Ich habe ihn dreimal getroffen mit der Hand. Komm, Andi. Genau, du musst ihn heranlocken. Ja, jetzt hat er dich wieder. Komm. Ja, dann komm jetzt auch. Oh, scheiß Gravelfit-LP hier. Fuck, ich hab keine Pfeile mehr. Da, der ist rechts. Von dir. Er ist rechts und vorne. Alter. Leute, ich bin irgendwie stuck. Jo, klatscht sie ein. Da ist er. Er hat unseren Gang, glaube ich. Da ist Sönke auch. Komm schon. Wir müssen ja. Sönke, komm, wir klatschen Sönke hier. Nein. Fuck. Andi, kriegst ihn. Komm. Ich glaube, das war's. No. Achso. Ist der Ort weg? Ja, hab ihn. Ja, dann hol dir ein Schwert oder so. Ja, geht nicht. Hier ist Lava. Ach, das bist du dann. Bin wieder da. Hä, wer schießt auf uns? Da unten. Ah, komm. Komm, Däum. Da, Achtung, der ist da unten. Ja. Ich stürze mich auf ihn. Einfach stupide. Das heißt, jetzt hat er das Diamantenschwert wieder. Warum hat er es noch? Bist du. Achso, na gut, na, war ein Versuch. Klatsch ihn Däumen. Nein, bin tot. Was? Oh. Ich hatte Lava-Eimer. Fuck. Ja, toll, jetzt futtert er sich wieder voll. Ja, vor allem wie so ein goldener Äpfel. Hey, rein da, einfach rein da. Das Zeug liegt da rum. Das ist ein scheiß Zombie. Junge, der steht da nur rum, Däumen. Der steht da rum und das Zeug liegt hier alles. Einfach mal wieder drauf gehen. Komm schon. Das, aber da liegt. Ja. Ich hab zwei Diamantwerter. Da liegt noch eins. Ich hab alles aufgesammelt. Ich greife ihn jetzt nicht an, weil ich ja erstmal das Zeug. Ja, warte, wir kommen, nein, wir müssen hinterher. Wo kommst du aber rein? Ich muss euch auch. Der hat den Gang zugeschüttet, auf jeden Fall. Ja, da ist Dolm. Gib mir mal Zeug. Ja, wir gehen jetzt nach oben wieder. Ja, stimmt, zur Flagge. Also, okay, es steht alles wieder offen. Dann gib mir Diamantschwert. Hier ist es Lava auf jeden Fall. Junge, die Meute lebt. Und da kommt einer von denen, ganz sicher. Wo? Der ging da gerade lang. Da ist noch Sönke. Wo denn? Ja, bei uns drin? Geht da einer, geht hier hin mit eurem Diamantschwert dann, Kinder? Ja, klar. Ich komme hier gerade nicht weiter. Hier ist Sönke. Aber er hat eine Rüstung, eine Fette. Ja, und? Wir beide drauf. Okay. Hast du noch Bogen? Nein, hab nichts mehr. Soll ich mit... Achso, ihr seid schon wieder so weit weg. Komm ran. Der Creeper. Habt ihr noch ein Schwert? Ja. Was bringt? Komm, Andi, das hat keinen Sinn so. Doch, wir müssen ihn. Er brennt! Er brennt! Achtung, Lava. Das,
das dauert nicht. Ich bin jetzt dabei, aber ich habe ja auch kein Schwert, also ich könnte zu Hause nichts anrichten. Ja, fuck, Junge, Kian, bleib zu Hause. Ich habe kein Schwert, Junge. Werf hin, werf hin. Zu Hause bleiben. Ja, werf's hin, dann. Jetzt werf das Schwert hin. Werf's hin, ich stehe hinter dir. Ja, danke. So. Ich dachte, du hast noch ein Diamantschwert.